Hallo zu meinem Yoga-Kurzprogramm. Ja, die folgenden 5 Übungen richten sich wirklich an all diejenigen, die akute Rückenschmerzen haben. Mit einer Ausnahme, wenn du einen Bandscheibenvorfall hast, bitte vorher mit deinem Arzt sprechen, ob diese Übungen wirklich für dich geeignet sind. Für die folgenden Übungen brauchst du einen Gürtel. Also das heißt, leg dir wirklich einen Gürtel zurecht. Und dann können wir schon mit der ersten Übung beginnen. Komm dazu in den Vierfüßler. Die Hände schulterbreit auf deine Matte platzieren. Die Finger sind gespreizt. Die Füße flach, die Knie hüftbreit. Und dann atme ein und ausatmen. Beginne Wirbel für Wirbel von deinem Becken aus in deinen Katzenbuckel einzurollen. Als letztes den Kopf eintauchen. Einatmen, löse den Katzenbuckel auf und verlänge deine Wirbelsäule. Und wieder ausatmen, in einen Katzenbuckel einrollen. Zieh die Schultern von den Ohren weg und einatmen, wieder lang ziehen. Achte darauf, dass du wirklich deine Wirbelsäule in die Länge ziehst, nicht ins Hohlkreuz gehst, weil sonst gibst du wieder zu viel Spannung auf. Ausatmen und einatmen. Diese Katze-Kuh-Übung ist wirklich eine wunderbare Übung zum Einstieg, um sämtliche Verspannungen im Rücken loszuwerden. Lass deine Atmung fließen. Und versuch wirklich das Becken gut einzuordnen. Dann kommen wir zu der nächsten Übung. Setz dich zurück in Richtung Fersen, Arme, Rücken lang ziehen. Und dann stell dir vor, jemand zieht dich an den Armen vorne und gleichzeitig am Becken nach hinten. Und dann spürst du diese Streckung im Rücken lang, lang ziehen. Und wenn du ein Stückchen weiter gehen möchtest, dann verlage dein Gewicht nach vorne. Stell deine Zehen auf und wir kommen in den Hund, der nach unten schaut. Mit dem kleinen Unterschied, dass du hier dein Becken bewegst, damit du dein Iliosakralgelenk lockerst. Dein Iliosakralgelenk befindet sich hier in dem Bereich und ist meistens durch vor allem vieles Sitzen verspannt. Also hier das Becken gut mitbewegen. Und dann langsam lösen. Setz die Knie wieder auf und dann komm in die Rückenlage. Roll dich Wirbel für Wirbel auf deinen Rücken ab. Zieh die Oberschenkel an deinen Brustkorb heran. Und dann streck das linke Bein aus. So während du versuchst, das linke Bein wirklich lang zu lassen, ziehst du gleichzeitig den rechten Oberschenkel an deinen Brustkorb heran. Und versuch das linke Bein ganz lang zu lassen. Wir wechseln die Seite. Und ausatmen. Lass das rechte Bein ganz lang. Mit dieser Übung öffnest du den Hüftbeugebereich und entspannst gleichzeitig deinen unteren Rücken. Dann gehen wir gleich zur nächsten Übung über. Zieh die Oberschenkel an deinen Brustkorb an und leg deine Knie nacheinander nach links ab. Die Arme bleiben seitlich neben dir und versuch wirklich beide Schulterblätter in Richtung Matte sinken zu lassen. Die Knie so weit ranziehen,
dass du deinen Rücken lang lassen kannst. Das heißt, roll dein Becken ruhig hier etwas ein. Dann wechsel die Seite zur anderen Seite und hier wieder lang bleiben. Versuch dein Becken gut einzurollen, dass deine Lendenwirbelsäule lang bleibt. Und wieder lösen. Und schon kommen wir zur letzten Übung. Dazu brauchst du deinen Gürtel. Leg dein Gürtel um deine rechte Fußsohle und streck das rechte Bein nur so weit aus, wie es möglich ist. Ja? Also wenn du merkst, dass hier schon deine Grenze ist, dann bleib hier. Ansonsten geh mehr in die Streckung und halte den Gürtel so fest, dass deine Arme ganz ausgestreckt sind. Das linke Bein bleibt aufgestellt. Und versuche wirklich eine entspannte Beinposition für dich zu finden. Jedes Mal, wenn du ausatmest, lässt du deinen unteren Rücken in Richtung Matte sinken. Und dann lösen, Seite wechseln. Streck dein linkes Bein aus. Nur so weit, wie es möglich ist. Gerne auch angewinkelt lassen. Oder gestreckt und dann langsam lösen. Dann leg den Gürtel zur Seite, roll dich über die Seite und komm zum Sitzen. So, das waren meine 5 Übungen bei akuten Rückenschmerzen. Wir haben ja wirklich hier die Muskulatur hauptsächlich gedehnt, vor allem den unteren Rückenbereich. Ja, nach diesen 5 Übungen sollte es dir eigentlich besser gehen und du gehst ein bisschen beschwerdefrei durch den Tag. Wenn dir das Video gefallen hat, dann abonnier doch einfach unseren Channel und du verpasst in Zukunft kein Video mehr. Ich würde mich freuen.